Jetzt sind wir wieder an dieser ersten Höhle oder auch Keller. Man kann sicher beides dazu sagen und man sieht schon, da ist immer wieder mal nachgearbeitet worden. Diese Steine, die hier jemand aufgeschichtet hat, die sind da, stammen da irgendwo aus dem Innen heraus. Hier vorne ist nachgefugt worden, sieht man ganz klar. Gut zu erkennen, diese Höhle. Da ist eine Zwillingsbuche davor. Da hat jemand so einen kleinen Altar drinnen errichtet. Recht schön gemacht und es liegt direkt an einem dieser natürlichen Waldwege, also nicht an diesen künstlichen Rampen. Man sieht hier jetzt schön, das ist vorgemauert, also diese letzten Steine, das ist neu, denn dahinter ist Sandstein. Und jetzt gehen wir mal rein. Ich habe Licht dabei. Jetzt schauen wir mal. Naja, das ist eher ein Funzellicht. Trotzdem können wir mal ein Stückle reingehen. Glaube ich schon, dass das funktioniert. Schauen wir mal mit dem anderen Licht, wie es damit aussieht. Vielleicht sehen wir ein bisschen was. Ich habe jetzt halt keine wirklich großen Taschenlampen dabei. Aha, wir sehen, ja, das ist also nicht trocken gemauert, sondern das ist tatsächlich hier nachträglich gemauert aus den hier üblichen Jura-Kalkplatten. Und jetzt kommt's. Hier ist wohl der ursprüngliche Eingang, denn hier findet sich plötzlich Kalkstein mit Jura gemischt. Das ist so eine Misch, das ist so ein Mischstein. Ja, das hier war also mal der ursprüngliche Eingang und das, was wir da vorne haben, das ist dann vorgemauert. Wir sehen hier schön die Einlagerungen, die verschiedenen. Aha, da hinten hat es offenbar mal nochmal einen Durchgang gegeben, der jetzt aber dann zugemauert worden ist. Und hier unten ist es jetzt schön kühl und feucht. Wir sehen hier genau die Gesteinslagerungen und immer wieder ist dazwischen nachgemauert worden. Also die Höhle ist wirklich ausgebaut worden. Hier haben wir den ursprünglichen Bogen, der dann nach oben geht. Aha, und da sehen wir ja außen hat die Höhle ja einen Kamin, der dürfte aber noch weiter drüben liegen, so weit sind wir gar nicht drinnen. Und jedenfalls ist es so, dass man da offenbar eine natürliche Höhle nachgearbeitet hat. Und zwar schon sehr, sehr früh, denn da unten finden sich ganz andere Steine als hier oben. Wieder eine Sandstein-Zwischenschicht. Wahrscheinlich hat man das aus Gründen der Stabilität gemacht. So, und wir sehen schon diese Höhle, die geht also wirklich, es geht wirklich tief hinein, immer wieder die Sandstein, hoppla, jetzt habe ich das Licht nicht mit dazu gemacht, Bögen. Aha, sehr, sehr schön hier. Aha, da ist wieder so ein, ich würde sagen, entweder Entlüftungsschacht oder Wasserzulaufschacht. Und jetzt wird es ganz spannend. Leider ist die Höhle da hinten zugeschüttet. Da ist von oben ein Einbruch runtergekommen. Aber wir sehen, selbst da hinten ist gemauert. Also diese Höhle ist wahrscheinlich wirklich sehr, sehr groß gewesen. Ist stark versandet unten durch den Wassereinbruch, den sie wohl immer mal wieder erlebt hat. So, jetzt muss ich da ein bisschen aufpassen, weil es recht wackelig ist. Ja, schaffen wir schon. Also schaut euch die Wand genau an von dieser Höhle. So, ich glaube, da ist fest, da kann ich drauf. Also hier haben wir wieder, jetzt gehen wir praktisch raus. Einen dieser Bogen, ne? Und da ist jetzt hier auch ganz spannend, und dann jemand so eine Art, ja, Absatz geschaffen, da kann man vielleicht was draufstellen, wie auch immer.
Es verläuft in verschiedenen Stufen, hier auch. Hier ist auch wieder ein Absatz, wo man was, also aus dem Stein rausgehauen. Den natürlichen Stein sehen wir hier sehr gut. Das ist also Jura mit Sandsteineinlagerungen da oben. Ne? Da sieht man sehr, sehr deutlich. Ja, also offenbar ist das hier eine sicherlich uralte Höhle und meiner Meinung nach kein. Jetzt ist die Frage, wozu diese Einkerbungen, also das ist bei denen, bei den Waldgeistleuten ist das auch so eine Sache, die finden das immer wieder, ja, ich weiß nicht, ob es Runen sind, aber es ist eben nicht nur jetzt der Beschlag, denn wenn ich es haue, dann haue ich schon, aber ich haue doch nicht in einem Rautenmuster und ich haue doch nicht in so einem Muster. Warum sollte ich einen Felsen in so einem Muster behauen? Das macht ja für denjenigen, der den Felsen behaut, überhaupt keinen Sinn. Ja? Wenn ich mir heute anschaue, wie heute, da ist wieder so ein Wabenmuster drin. Und mit der Kamera sieht man es vielleicht nicht so gut. Auch da unten, da sieht man jetzt ganz wilde Schläge vom Meißel oder Hammer oder Spitzhacke oder wie auch immer. Aber immer wieder kommen auch diese Teile, wo man also solche Muster drauf sieht. Für mich ganz klar, diese Muster sind absichtlich hier angebracht worden. Also nicht der klassische reine Beschlag. Das wollte ich euch jetzt doch noch zeigen. Wir waren ja gerade in dem Keller drin, wo es hinten so eingestürzt ist. Das ist die Einsturzstelle. Also ich habe es mit dem Kompass genau rausgemessen. Genau hier ist der Keller eingestürzt. Vermutlich gab es da irgendeinen Ausgang nach oben, der dann praktisch hier runter in diesen Graben oder eben hier hoch zu dieser künstlich angelegten Rampe gewesen. Wir gehen jetzt weiter den Berg hoch. Nach wie vor komme ich nicht auf die Lösung dieser tiefen Gräben. Wenn es jetzt nur zum Holzflözen gewesen wären, warum hat man sie dann so befestigt oder hat man sie gerade deshalb befestigt, sodass man da drinnen Wasser hat? Ich weiß es nicht. Also der eigentliche Weg nach oben, der geht hier. Das ist jetzt diese Rampe, die man hoch geht. Und ja, wie schon gesehen, auch in dem Keller, es ist da drunter Sandstein auf jeden Fall da. Aber ich glaube, dass man diese Wege hier wirklich künstlich, also diese Stufen hier, ne? Wenn man jetzt hier nach unten schaut, denkt man, hier ist zu Ende. Nein, das ist eine Stufe. Ab da wird es wieder so steil, wie es bis da oben hin wird. Da oben ist die nächste Stufe. Also das Ganze, der ganze Berg ist in Stufen angelegt. Und da macht es bei mir klickeri-rick. Nicht weit von hier entfernt sind ja zwei Stufenberge, ganz bekannt, der Stauferberg. Da gibt es ja ein Foto von 1700 irgendwas, wo der oben noch nicht bewaldet war, also das Stück, das man aufgeschüttet hat. Und ganz ähnlich ist das hier, bloß in viel größerem Ausmaße. So, wir nähern uns jetzt immer mehr wieder diesem Punkt, wo der ganz natürliche Fels ist, der ganz natürliche Berg. Und da hinten das Stück, man kann oben diese Kante ja ahnen, das ist auf jeden Fall künstlich aufgeschüttet. Also dadurch, dass oben das Plateau so akkurat eben ist, so akkurat flach ist, was ich nicht glaube, dass es das war von Natur aus, denn wenn man das Plateau weiterverfolgt, Richtung Ruppmannsburg hinter oder da in diese Ecke oder von Weizenhofen aus einfach Richtung Süden gehend, dann sieht man, dass das Plateau da eben nicht mehr ganz eben ist, sondern das hat auch Hügelchen und so weiter. Aber das Plateau hier oben, das ist wie mit der Planierraupe und der Wasserwaage plan gemacht. So, ich bin jetzt diese Rampe hochgelaufen und genau wo ich jetzt stehe, müsste die Kehre von der Rampe sein. Und die existiert nicht mehr. Ich glaube,
dass die abgebrochen ist. Und was sehen wir hier? Tatsächlich, hier ist überall hochgemauert. Das sind alles richtige Mauern, wie wir sie auch schon überall anders erlebt haben. Da drüben sind noch einmal dickere Steinblöcke. Und ich glaube, dass diese Rampe, diese Kehre dieser Rampe, die hat da vermutlich runterkaut. Denn der Weg geht jetzt da oben, da gehen wir jetzt rauf, weiter. Also wenn diese Kehre in dem gleichen Winkel, da ist wieder so ein ganz ebener Stein, weiter angestiegen wäre, wie er da unten war, dann wären wir mit einer Kurve hier um die Ecke rumgekommen und würden uns jetzt auf der nächsten Rampe befinden. So, bevor wir jetzt gleich wieder oben auf die nächste Rampe gehen, was sehen wir? Parallel zu der Rampe wieder dieser Graben. Da drüben ist die Rampe. Und die wird, die kommt jetzt praktisch von hinter mir darüber. Und ja, geht jetzt hier sogar ein kleines Stückle abwärts. Und ab da vorne geht sie wieder berg. Könnte man auch vorstellen, dass diese wirklich perfekt verlaufenden Rinnen eine Art Warentransport gewesen sind. Die könnten hier irgendwelche Balken drin liegen gehabt haben, Bretter, die man da drauf entlang gezogen hat. Und es wäre ideal gewesen, um die Waren zu transportieren, während das hier ist ganz normal der Weg nach oben bzw. unten. Also nach oben, wenn man da hoch will. Und das ist der Weg, den ich mit euch neulich schon mal hochgelaufen bin. Weil wir den schon kennen, laufen wir heute diesen Weg weiter. Das geht rüber Richtung Gerbersdorf. Hier an dieser Stelle laufen jetzt von links kommend der Weg und von rechts kommend der Graben, der hier oben ja kein Graben mehr ist, sondern sich so ausläuft, zusammen. Da ist er wieder, unser Graben. Er macht hier eine kleine Kurve. Man erkennt es hier schlecht, weil hier ja alles natürlicher Boden ist. Und er geht hier nach oben und wir sind jetzt gleich oben auf dem Plateau von Weizenhofen. Diese Hügel sind nicht natürlichen Ursprungs. Die Geologen und Archäologen werden natürlich sagen, das sind Gräber, das sind Grabhügel. Hier, wenn wir so wollen, ein Gräberfeld. Vielleicht war diese Ecke hier tatsächlich der Friedhof. Denn interessanterweise ist es nur hier so hügelig. Und wir schauen mal hier, hier ist, ist ein riesiger Baum, vor vielen Jahren umgestürzt. Und unter seinem Wurzelwerk kommt was Trockengemauertes heraus. Also ich vermute, dass das hier überall der Fall sein wird. Dass wir hier also irgendwelche Rundbauten haben, die jetzt vom Gras, vom Erdboden überdeckt sind. Und unten drunter mag, wer weiß was gewesen sein. Vielleicht sind da auch Gräber dabei. Warum nicht? Aber in erster Linie, schaut euch, da vorne fängt diese plane Strecke an. Schaut euch, schaut, das ist wieder so ein Hügel. Es kann durchaus sein, dass das hier Grabhügel sind, das glaube ich sofort. Aber da drüben, wo dieser eine ist, den wir uns angeschaut haben, der so auch beschildert ist, das glaube ich nicht. Also wenn, dann hat man doch die Gräber eher hier am Rande der Siedlung. Ich glaube, dass hier eine ganz große Siedlung gewesen ist. Dann hat man doch die Gräber hier am Rande der Siedlung hingemacht. Das wäre für mich genau das, was ich mir ja so vorstellen kann. Und jetzt nochmal zurück. Das ist alles ganz eben hier mit dieser wunderschönen Lindenallee da drüben, die ja irgendwie kein Ende zu haben scheint, da eben einfach aufhört, ohne dass man da was findet.
hier am Rand diese kleinen Hügelchen, die für mich durchaus Gräber sein können. Und trotzdem gilt, insgesamt ist die Ebene eingeebnet, deutlich sichtbar für mich. Und ich glaube, dass man das, was man hier gefunden hat, nämlich dieses Jura-Gestein, dass man das ein bisschen in Form geschlagen hat, gehauen hat, wie auch immer. Ich weiß nicht, was für Werkzeuge man dazu hatte. Ja, da ist wieder so eine Mulde mit einem Baum drin, da hinten auch und davor wieder so ein Hügel. Und ich glaube, dass man dieses Geröll einfach hierher an die Kante geschoben hat, gebracht hat. Es ist ja nun auch nicht wirklich schwer. Und dann damit die Kante abgestützt hat. Schauen wir uns weiter vorne an, da sieht man es. Hier wieder solche Senken, in denen dann viele, viele kleine Bäume wachsen, denen es da offensichtlich unwahrscheinlich gut gefällt. Eine etwas größere Senke mit einer großen, großen, wieder zweigeteilten Buche drin. Dann wieder die kleine Senke mit den Nadelbäumen drin. So stark dieses von Senken und Nicht-Senken ist, genauso plötzlich hört es wieder auf. Übrigens, der Weg, auf dem wir sind, scheint ein echter Weg zu sein, denn hier ist eine Treppenstufe, die man noch gut erkennen kann. So, jetzt sind wir oben und ab hier ist alles plan. Man sieht, wie gesagt, diese meiner Meinung nach Hofumrandungen, Mauerreste. Und wir sind halt hier ganz am Rand des Plateaus. Und spannend ist, überall wo solche Senken sind, wachsen Nadelbäume drin. Warum tun die das? Ist da besonders viel Wasser? Oder hat es auch mit dem zu tun, was sich in diesen Senken befindet? Denn das hier ist mit Sicherheit nicht ganz natürlichen Ursprungs. Ne? Und wir haben hier überall wieder Mauersteine, Mauerreste. Und wir sind jetzt hier so entlang der Kante und in jeder Senke steht eine Baumgruppe. In jeder einzelnen Senke. Und die Senken sind viel zu gleichmäßig und auch viel zu häufig hier in ihrem Vorkommen, als dass man sagen könnte, naja, das sind halt Bombenkrater. Naja, Bombenkrater macht hier wenig Sinn im Krieg. Wo nichts war, hat man auch nicht bombardiert. Das wäre ja Unsinn gewesen. So, hier, das ist so eine Längssenke, also entweder befinde ich mich auf einem Gebäude, das eine Art Graben rundum hat. Hier sind Steine drunter behauene. Ja, ich glaube eher, dass das hier keine Senke ist, sondern das geht ganz rum. Es ist ein Graben. Vielleicht hat da einer hier sein Häuschen gehabt und hat eine Art Burggraben drumherum gezogen, denn Wasser hat es hier oben reichlich gegeben. Jetzt nimmer. Jetzt pumpen wir das alles ab. Das Problem ist auch nicht das Abpumpen des Wassers, sondern das Problem ist das Umverlagern des Wassers. Also wenn wir das verbraucht oder das von uns gebrauchte Wasser wieder dort hinpumpen würden, wo wir das Frischwasser hergeholt haben, dann hätten wir überhaupt kein Problem mit unserem Wasserkreislauf. Das machen wir aber nicht, sondern wir holen das Wasser vom Berg runter und wir, nachdem wir es verbraucht haben, entlassen wir es ins Tal. Und das ist das Problem. Dadurch, dass das Wasser nicht mehr von sich aus selber natürlich darunter fließen kann, funktioniert eben dieser natürliche Wasserkreislauf nicht mehr. Oh, das ist was Neuzeitliches, das ist eine Steinbank, die da einer runtergeschmissen hat. Wir sind also wieder am Rand, wo diese extrem häufig auftretenden Senken sind. Ja, da sehe ich jetzt nicht die Hügel, sondern da sehe ich Senken. Und diese Senken müssen irgendeine Bedeutung haben. Kann gut sein, dass diese Senkengräber gewesen sind, die vielleicht mit Holz abgedeckt waren. Das Holz ist längst verrottet.
Und die Senke ist frei geworden. Von der Größe her würde das Sinn machen. Ein Grab, hier direkt ein nächstes Grab. Also wenn ich jetzt hier mir vorstelle, einen Menschen von ja, ein bisschen weniger als 2 Meter Länge da reinzulegen, würde das Sinn machen. 1, 2, 3 direkt nebeneinander, das ist ein wenig breiter, das könnte ein Familiengrab gewesen sein. Kann ich mir gut vorstellen, dass das so war. Würde auch erklären, warum hier die Bäume so gerne wachsen, denn die Bäume sind tatsächlich die Kompostierer schlechthin. Die nehmen alles, was der Mensch so an Abfall hat, auch den komplett menschlichen Abfall, also sprich die Beine, und verarbeiten die darin befindlichen Mineralien wieder und geben dann mittels ihrer Säfte wieder entsprechend Gutes an die Natur ab. Dazu sind Bäume da. Bäume sind die Förster des Waldes. Oder ja, Bäume sind von der Mutter Natur dazu bestimmt, die Natur im Einklang zu halten. Kosmische und terroristische Energien zu verbinden und alles, was gut ist, abzugeben. Und besonders geeignete Bäume dafür sind unter anderem die Buchen, die wir hier zuhauf finden. Also hier gibt es auch Zedern, Zirben. Zirben heißen die bei uns. Die sind so die guten unter den Nadelbäumen, während die Fichten ja reine Schmarotzer sind. Die Fichten wollen nur eins: saufen. Wasser saufen. Da ist jetzt wieder so eine Abbruchkante nach unten. Und was sehen wir hier? Ganz klar Geschichte des Steines. Also ich nenne es Mauerwerk. Es ist gemauert, also auch trocken gemauert, es ist ja gemauert. Und hier, das sieht für mich aus, als wäre das ein gewollter, gefasster kleiner Bachlauf. Ja, es könnte sein, denn da hinten gibt es tatsächlich einen dazugehörigen Graben. Hier nochmal von oben, jetzt sind wir noch nicht raufgelaufen. Ganz klar der befestigte Weg nach oben aufs Plateau, der Fußweg. Direkt hier an dem Weg, wo der raufkommt, ein Grenzsetzungsstein. Allerdings weiß ich nicht, ob der hier schon immer war, denn das ist hier so gar nicht weit von hier. Gibt es zum Beispiel so ein Feld, da hat man alle möglichen solchen Grenzsetzungssteine gesammelt und dort hingebracht und dort ausgestellt. Aber jetzt sind wir oben. So, ich wollte schon immer mal ans Ende von dem Laubengang gezielt gehen und schauen, ob ich da irgendwas sehen kann, warum der hier mitten auf der Hochebene endet. Mal ganz genau schauen. Ich tue es mal ein bisschen her. Da hinten ist dieses Grab. Ich glaube, dass es ein Grab ist. Und hier endet der Lindenlaubengang. Ja. Tatsächlich gibt es hier im Boden, muss ich das Zoom wieder rausnehmen, eine Strukturveränderung. Fast kreisrund. Und die beiden Wege, die kommen, der geht hier rundherum. Also der eine Weg trifft auf den anderen. Und hier haben wir eine fast kreisrunde Struktur. Das deutet für mich darauf hin, dass hier irgendwas war, vielleicht ein Gebäude, Tempel, wer weiß, jedenfalls irgendwas war hier. Und dieser wunderschöne Lindenlaubengang, der hat genau darauf hin zugeführt.